Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, beim letzten Mal haben wir ja die Harkonnen aus einem Bereich komplett platt gemacht und haben die Fremen beschützt. Und jetzt haben wir uns mit den Fremen auf jeden Fall besser gestellt. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt in die Mitte des Planeten zum nächsten Harkonnengebiet. Also dann. Spice Café? Subak Ulkoa? Kein Gift. Seht her. Sie würde ihn trinken, wenn es Gift wäre. Sie ist eine Naib. Im fremden Todeskommando. Keiner geht lebend in Gefangenschaft. Kommt, kommt. Kommt, kommt, kommt. Charmant, charmant. Sie hatte sich schon eine Pulsader aufgeschnitten, bevor eure Männer ihr den Krüstolch abnehmen konnten. Harkonnen Berichten zufolge, die wir abfangen konnten, wird der Rest ihres Stammes festgehalten. Und zwar in den Harkonnen-Kasernen, in Zitsch-Dabr. Erobert den Stützpunkt, aber achtet darauf, dass die Kasernen auf keinen Fall zerstört werden. Der Herzog hat entschieden, die Geiseln zu befreien. Er will den Fremen damit zeigen, dass wir auf ihrer Seite sind. Tahadi al-Borhan, Takwa. Der Tod. Der Preis der Freiheit. Für Sie sind die Geisel bereits tot. Aha, okay. Krass, ja. Ja, also die Fremen, die sträuben sich noch ein bisschen, sich uns anzuschließen, was ja auch klar ist, ne? Wenn irgendwelche fremden Mächte auf den eigenen Planeten kommen und da alles an sich nehmen und raiden, das ist schon keine nette Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Einer Ziel, erobern Sie die Kaserne in Zitsch-Tabr. Viel Glück. Okay. Dann werden wir jetzt hier auch das erste Mal die Invasoren brauchen. So. Raketenpanzer. Jawohl, Freunde. Wir haben die nächsten Panzerarten hier. Raketenpanzer, die treffen immer. Hier X-Forschungszentrum. So. Ja, wir haben das erste Mal die Flugzeuge. Die Flugzeuge sind dafür da, dass wir die Sammler endlich mal schneller an das Spice kriegen. Und die nicht von Würmern gefressen werden. Die sind quasi dafür da. So. Hightech-Fabrik haben wir jetzt auch. Das ist geil. So, Hightech-Fabrik ist Voraussetzung für den Bau von den Carrier-Transportern, ja. So, kann sogar später noch verbessert werden, um die Ornithopter für Luftangriff zu produzieren. Genau, die Atreides haben ja einen Luftangriff und dafür brauchen wir dieses Gebäude, was wir später aufrüsten können. Und jetzt kriegen wir zum ersten Mal die Panzergeschütztürme. Und das heißt, die Türme, die wir eben schon gesehen haben, also im letzten Part, die schießen quasi Panzerkugeln. Und hier haben wir das Forschungszentrum. Das Forschungszentrum ist dafür da, dass man da halt, so wie Tech-Zentrum, ne? Also dass man da ein paar Technologien mehr kriegt. So. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass. Ah, Moment, hier sind wieder keine Sounds. Ach man, das ist manchmal so komisch, ja. Warum das manchmal keine Sounds hat. Ich mache mal kurz einen Aufnahme-Break und komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ah, jetzt steht hier oben, besetzen Sie den Raufarm und beschlagnahmen Sie das Schmuggelgut. Aha. Okay, also. Ah ja, stimmt, hier bei Dune. Oh. Hier oben läuft ein Counter. Oh Mann. Nein, bitte nicht, ey. Hier oben, hier bei Dune gibt es auch Raumhäfen. Das ist ziemlich gut. Weil die Raumhäfen, die sind, da kann man quasi Einheiten bestellen. Also die werden dann per Raumschiff oder was auch immer. Das sieht ziemlich komisch aus, der Transporter. So werden die halt. Bau direkt einen Pionier. Werden die geliefert. Und da gibt's da. Du gibst eine Bestellung auf. Und dann dauert das 5 Minuten und dann kriegst du die Einheiten. Und das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Oh Mann, was ist das denn hier, ey? Verdammt. Oh Gott. Oh Mann. Geh bloß weg. Boah. Ah, ich hab hier schon. Okay. Das hier sind die Invasoren, die Pioniere. Die können Gebäude einnehmen, ja. Okay. Ich würd jetzt nur gerne wissen, wo der Raumhafen ist, weil ich das. Dieser Counter macht mich wie immer nervös. Weil hier unten kommt, glaube ich, unsere Basis hin später. So, da ist wieder ein Raketentyp. Mach den mal weg. 8,5 Minuten, ey. Oh Mann. Jawohl,
Oh, krasse Mucke, ja. So. Der hat auch eine leicht andere Stimme, der Pionier. Ihr seid gewarnt worden. Haltet euch von unserem Raumhafen fern, alles klar. Nö, machen wir nicht. Warum sollen wir auf dich hören, Schmuggler? Du bist nur ein Schmuggler. Okay, gut, dann geht ihr mal hier hin. Sind das die Schmuggler? Das sind die Schmuggler, glaube ich, oder? Ja, das sind die Schmuggler, ja. Okay, ich hab's gefunden, glaube ich. Ah, krass. Da kommt... Ja, ja, das sind keine... Oh, Mann. Sind das Hakon? Nee. Ah, hier. Hier, ich hab's gefunden. Alles klar, aber wo ist dieser Raketenpanzer? Ah, die können direkt rein. Da bei denen müsste... Aha, guck mal hier. Hier ist ein Durchgang, geil. Ja, dann beschützt die mal. Genau. Hier bei... Oder? Ach, doch, hier ist ein Durchgang. Sehr gut, ja. Abkürzung. Hier steht eine Einheit drin. Ja, genau, macht... Genau. Hier, die muss man nicht schwächen, die Gebäude. Die können einfach reingehen. So, dann ist der schon mal weg. Die können direkt reingehen. Ist wie bei Tibirum-Konflikt auch. Die Gebäude müssen nicht angeschwächt werden, um die zu erobern. Alles klar, so, dann kriegen wir jetzt unsere erste Lieferung gleich. So. Da seht ihr, noch eine Minute und dann kommt hier so ein... Oh Gottes Willen! Was ist... Ah, ein MBF, okay. Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh Gott, was mache... Fahr die kaputt. Ich will die Gebäude hier... Was ist das denn da? Die Schmuggler wurden ausgelöscht, das ist schon mal gut. Den Bauhof stelle ich aber... Soll ich den hier unten? Ja. Komm, fahr da runter. Was ist das denn hier? Hier ist noch so ein... Hier stehen schon Betonplatten, ja. Hm. Wofür stehen hier Betonplatten rum? Warum habe ich jetzt noch drei Invasoren? Das macht irgendwie keinen Sinn. Na egal, ihr beschützt mal hier. Hier oben ist ja zu. So, sehr gut. Okay, da habe ich jetzt... Nein. Fahr doch nicht da unten rein, du Idiot. Oder ja... Bau dich da auf, komm. Das ist es. Ah, wir kriegen wieder Verstärkung. Sehr gut. Der Gegner aber auch. Shit. Upgrade, ja komm, nimm das. Oh, das habe ich vergessen. Scheiße. Oh Gott, geh weg. Nein, fahr doch nicht da rein. Oh. Verdammte Scheiße. Ja, jetzt... Jetzt kommt er hier auch noch. Verdammt. Scheiße. Oh Gott. Okay. Ja gut, komm. Nein, dann... Mach doch hier und... Bau auf, los. So. So, der eine schweigt, der schafft die. So. Ja, ich bleib tiefenentspannt hier. So. Ja, der schafft die locker. Bei dem Spiel muss man einfach tiefenentspannt bleiben, das ist alles. Oh, kann man das hier noch benutzen? Kann man da noch bauen? Werde ich ja gleich sehen. Schade, leider nicht. Leider nicht. Oder vielleicht hier und dann hier rüber. Ich will hier drüben das auch noch haben, eigentlich. So. Aber, ja, wir haben den Raumhafen, schaut mal, so. Da kann ich euch das jetzt mal erklären. Wir haben hier den Raumhafen und können hier Einheiten bestellen. Schaut mal. Und die Preise hier, die schwanken. Also die sind in der Regel billiger. Wie ihr seht, der Quad wird zum Beispiel... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Ja, toll. Scheiße, ich habe meine ganzen Einheiten hier oben. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Moment. Bau Raketeneinheiten. Ganz wichtig jetzt. So. Geh direkt dahin und mach den kaputt. Fuck. Oh Mann. Ah, scheiße, das bringt nichts. Verdammt. Bau weitere Einheiten. Ah, Mann. Das war jetzt unerwartet.
Das war jetzt unerwartet, Mann. Mach den kaputt. Los. So. Du machst den im Arsch. So, kann man? Nee, kann man nicht. Schade. Egal. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, erkläre ich euch jetzt nochmal den Raumhafen. Hier können wir auch die Flugzeuge bestellen für die Sammler. Seht ihr? Hier haben wir die Sammlerflugzeuge. Dafür würde ich sagen, bestelle ich mal einen von. Belagerungspanzer, Raketenpanzer, Kampfpanzer. Ich glaube, man kann bis zu 2, 4, 6 Einheiten kann man bestellen. Dann würde ich sagen, kaufen. Und da haben wir jetzt hier, ne, die Durchsage, Lieferung in 5 Minuten. Seht ihr, der Gegner hat auch die Flugzeuge. Ach du Scheiße. Kommt mal hier runter, ey, ich brauche euch hier unten. Ah, jetzt ist der Wurm da. Das ist doch blöd. Verdammte Kacke. Dann baue ich jetzt hier Türme, komm. Bau Türme einfach. Ich habe hier noch 2 Einheiten, okay. Ja, dann nimm die. Boah, das war jetzt Glück, ja. Reparier das hier. Oh. Nee. Nee, Freunde. Ah. Blöde Würmer hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Meine Güte, ey. So. Zu wenig Energie. Energie fehlt. Holy shit. Die Sounds. Ah, seht ihr das? Da kommen jetzt unsere Einheiten, die wir eben bestellt haben. So. Konstruktion bereit. So, da baue ich jetzt hier oben auch. Ah, ne, ich muss dann Energie bauen. Ah, verdammt. So, da seht ihr jetzt erstmal auch die Raketenwerfer und unser Flugzeug. Wie ihr seht, der macht sich direkt auf den Weg zum Sammler. Bei dem Sammler ist jetzt hier der Pfeil. Das heißt, der wird abgeholt. Ziemlich geil, muss ich sagen. Die Idee mit den Flugzeugen hier einzubringen, finde ich super. Finde ich richtig gut. Schaut mal. Jetzt ist der Sammler viel schneller zu Hause. Finde ich super. So, dann gucke ich nochmal, ob es hier irgendwelche günstigen Angebote gibt. Kann man direkt mal vergleichen. Sammler 1069. Normalerweise kann ich nicht vergleichen. Schade. Ja, das war wieder Fail jetzt. Aber ja, seht ihr? Und die Belagerungspanzer, die sind mega geil. Mega geil auch gegen Gebäude. Die ziehen so übelst viel ab. Das ist so heftig. So, dann mache ich jetzt hier erstmal alles zu mit Türmen gleich. Wenn ich hier Energie habe. Ja, ich baue doch schon, mein Gott. Ah, und die Einheiten sind halt nicht immer verfügbar, das ist halt das, ne? Also man muss hier immer abwarten. So, der Try kostet 229, hier wird der zum Beispiel 300 kosten. Also meistens ist der Raumhafen viel billiger. So. Dann baue weitere Türme jetzt. Ich muss mich erstmal verteidigen. Oh, geile Mucke. Ja, geile Mucke. Zieh die mal mit nach unten. Hier oben stelle ich 2 Türme hin, das sollte für hier oben reichen. So, okay. Danach baue ich Waffenfabrik und alles mögliche. Was kommt da immer für Flugzeuge? Konstruktion bereit. Der setzt Verstärkung direkt von meiner Basis ab. Was soll das denn? Wie unverschämt, Alter. Wie unverschämt kann man sein? So, fahr die kaputt. Blöde Männchen, ey. Noch mehr. Okay, direkt von meiner Basis. Wie unverschämt kann man sein hier? So, wie ihr seht, die Männchen, die ziehen übelst viel gegen Panzer ab. Aber ist egal, hier habe ich noch ein paar normale Männchen. So, weitere Türme. Türme, Türme, Türme erstmal. Oder die Belagerungseinheit, die ist mega geil gegen... Mega geil einfach. Gegen Männchen. Feindliche Söldnereinheit. Okay. Ah, die wollen wahrscheinlich das hier wieder zurückhaben, ne? Oder was? Mal gucken gleich. So. Dann stelle ich da oben jetzt 2 Türme auf. 112% Energie, das passt noch. So. Ist klar. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich bin halt ein bisschen. Ah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Mann. Holt euch. Ah, ich habe kein Geld mehr. Verdammt. Scheiße. Oh Gott. Das ist jetzt heftig.
Das ist jetzt mega heftig. Aber das passt. Das halten die aus. So. Das halten die aber aus. Ja, sehr schön. Das schafft ihr. Gut, dann brauche ich die doch nicht alle dahin schicken. Ja. Oh nee, Leute. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Mit zwei Männiken da. Gut, also muss ich da oben weiter verteidigen. Holy shit, ja, das geht ganz schön ab. Da kommen noch mehr. Alter, ja, dann stellt euch das mal dahin. Das reicht mir jetzt. Oh, yo. Fahr da drauf, los. Raketenpanzer, zeig deine Stärke und schieß drauf. Ah, schade. Ja, dann. Ja, gut. Das ist zum Glück erstmal hier die... Aha, so, schaut mal hier. So, da seht ihr die Raketen. Die sind richtig gut, ey. Nur leider halten die nichts aus. Ja. Doof, ja. Reparieren. Ah, hier geht's schon ganz schön ab, muss ich sagen. Da seht ihr die Artillerie. Da, zack. Schieß mal auf die Männchen. Und zack. Und direkt zack. Seht ihr das? Das sind so Anti-Männchen. Ja, aber... Boah! Holy shit. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Um Gottes Willen! Was ist das denn? Ach du Scheiße, Freunde! Alter! Was ist das? Okay. Das ist, glaube ich, weil ich den Sammler angegriffen habe. Ja, das ist, wenn... gleiche Mechanik wie auch bei Kohane Koka. Wenn man den Sammler angreift, haut der Gegner alles raus, was er hat. Glaube ich zumindest, dass es so ist, ja. Boah, zum Glück kommt er nicht angreifen. Meine Güte. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Ja, ist egal, komm. Der macht übelst viel Schaden, dem Benniken. So, aber ist egal. Boah, der fiel. Halleluja. Konstruktion bereit. Holy shit, ja. Und ich habe auch irgendwie keine Kohle mehr. Das heißt, ich brauche einen Sammler. 1019, den bestelle ich mir. So. Verstellung registriert. So. Lieferung in 5 Minuten. 5 Minuten, alles klar. Kein Geld mehr. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt echt ein Problem mit der Kohle. Noch 4 Minuten. Aber ich hab's erstmal, glaube ich. Ja, ich hab's erstmal. Die hätte ich nicht bauen sollen, weil die sind teuer, 400, ja. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, ich hab doch kein Geld. Mach mal. Hier. Reparier das mal bitte. Meine Güte. Und der eine Sammler, der ist halt jetzt manuell. Weil ich halt keine Kohle für einen Flieger hatte. 900, ja, das ist viel schon. Ja, schon extrem viel. So, noch 2 Minuten. Aber das Geile ist, die sagt gleich noch 1 Minute und dann kommt das Ding auch direkt. Das sehen wir jetzt hier. Schaut mal, hier ist der Raumhafen. Und 1 Minute und da ist das Ding schon. Also, das ist keine Minute. Anders wie hier in Köln als bei der KVB. Also unser Verkehrsunternehmen hier. Wenn da 1 Minute dran steht, dann sind es 5 Minuten. Das sollte sich... Och, Mensch. Ach, da oben. Fress den, komm. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn jetzt den Gegner gefressen hätte. Ach, verdammte Scheiße. Ja, ich muss ein Radar aufbauen gleich noch. So, hier oben steht die Verteidigung. Gut, kann ich hier unten weitermachen. So. Konstruktion bereit. Dann bring du den jetzt mal dahin. Dann bleibt der Sammler jetzt gleich stehen. Ja, dann bleibt er stehen und wird jetzt von dem Flieger abgeholt. Ha, was ich noch vergessen habe zu sagen, hier sind diese Spice-Quellen. Wenn man da drauf fährt, kommt neue Spice, schaut mal. Zack. Kriegst du Sammler ein bisschen Schaden, aber hier kommen direkt neue Sachen raus. Oh, jetzt kommt da der Wurm.
Der soll doch mal die Gegner fressen und nicht immer nur mich. Verdammte Kacke. Immer auf mich, ey. Da kommt der Wurm angeschissen, ja. Was macht der? Geh lieber weg, komm. Geh lieber weg, Sammler. Nee, 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 da brauche ich es nicht. Nicht einen Sammler verlieren, nee. Um Gottes Willen. So. So, dann fahr dahin einfach. Die kurzen Wege, die fahren die auch noch nach wie vor. Ja, selber. So, alles klar. Dann hol den ab, bitte, Flieger. Dann hol ich mir gleich auch noch einen zweiten. So, jetzt fliegt er dahin und holt den ab. Das ist so geil hier in dem Spiel, dass man wirklich die Flieger einsetzen kann, um die Sammler schnell abzuholen. Mega. Mega geile Funktion. So. Baue ich hier noch eine Energie hin? So, dann kann ich erstmal wieder anfangen in Ruhe, ne? Nächste Energie. Raumhafen. Oh, die sind gerade mega billig. Das will ich haben. Zweites Flugzeug ist mega billig, sehe ich gerade hier. 800. Mega billig. Normalerweise kosten die 1200. So, dann mach doch mal. Ah, das reicht. Doch, das reicht. Das reicht so gerade. Die Preise hier, die wechseln halt immer, ne? Was? So. So, dann bestell einen. So, und kauf ihn. So. Lieferung in 5 Minuten. So. Nächste Energie. Weil das zweite Flugzeug, das brauche ich definitiv. Zu wenig Geld. Weil wir haben die ganze Zeit Geldprobleme hier. Die ganze Zeit. Noch 4 Minuten. Oh Mann, ich habe gar nichts an Einheiten, ey. Shit. Ja, da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen aufrüsten. Das Geile ist ja auch, man kann den Raumhafen, den kann man auch benutzen, während man eine Einheit baut, normal. Das heißt, man kann quasi mehrere Einheiten gleichzeitig produzieren. Und das ist doch mal mega, mega nice ist das. Da könnte ich hier theoretisch noch ein Kraftwerk später hinbauen, ne? Mach ich auch, ja. Noch 2 Minuten. So, Energie. 101%. Konstruktion bereit. So. Dann mache ich erstmal hier eine schwere Waffenfabrik hin. Genau. So. Dann hier. So. Da kommt mein Flugzeug. Sehr schön. Gut. So. So, da ist das zweite Flugzeug für den zweiten Sammler. Die kann man leider nicht steuern. Das ist das Problem. Die sind vollautomatisch. Aber besser als gar nichts zu haben, sage ich mal. So, was gibt's? Gibt's hier Angebote? Ja, 913 und... Ah, bringt nichts ohne Sammler. So. Schwere Waffenfabrik, wo bist du? Da bist du. So. Alles klar. Ja, ich muss mal wieder aufstoßen. Die Karte ist schon ein bisschen größer, ja. Oh, die Mucke ist geil. Die Mucke ist wieder mega episch. Ja, die sind so schön billig gerade. Ja, die Sachen. Ah, verdammt. Kann ich leider nichts machen gerade. Ich brauche... Ich könnte auch eigentlich noch eine zweite Raffinerie bauen, ne? Mach ich gleich. Mach ich gleich als nächstes, ja. Die Mucke ist so geil. Hör, lauscht mal. Boah. Mega geil. Mega geile Mucke. Eins meiner Lieblingsstücke von dem Spiel. Mega geil. So, schwere Waffenfabrik. Zack. Okay. Gut. Oh, Außenposten haben wir. Jo, dann die nächste Raffinerie. Ja, jetzt seht ihr auch mal einen Sammlerstau, ne? Also wenn die Sammler halt nicht genügend Raffinerien haben, stauen die sich da. Mega lustig. So, gibt's da noch ein Flugzeug zur Verfügung? 965, ja komm, kauf das. So. 5 Minuten. Ja, sehr schön. Oh, und hier sehen wir wieder ein kaputtes Schiff. Wird gebaut. Und danach werde ich jetzt hier direkt die zweite Raffinerie hinbauen. Konstruktion bereit. Noch 4 Minuten. Ich habe das Flugzeug nämlich schon für den neuen Sammler direkt bestellt. Wird gebaut. Feindliche Söldner im Angriff.
Ha, nicht schon wieder. Aber ich habe hier 4 Türme stehen, das müsste reichen eigentlich. Das muss reichen. Ich habe keine Einheiten. So, feindliche Söldner, ja. Weißt du was, Sammler? Fahr mal wieder ein Stück nach rechts. Da ist nämlich wieder so eine Quelle. Schaut mal da, zack. Spice-Quelle, ja. Sehr schön. Da kommen sie wieder. Toll. Ja, danke. Genau jetzt wieder, wo ich keine Kohle habe, ne? Aber ist egal, das schaffen die Türme. Das müssten die schaffen. Ja. So. Easy. So, sehr schön. Ja, easy. Easy schafft ihr das. So, da ist der Flieger. Nein! Oh, das ist jetzt scheiße. Na, obwohl. Es geht. Nee, das geht. Okay, sehr gut. Die machen so gut wie keinen Schaden, deswegen geht schon. Ja, das ist... Das ist jetzt echt blöd. Das war's. Die reichen, die Türme, sehr schön. Cool. Cool. Ja, dann, oh Mann, 105... Die Energie geht so schnell flöten hier, das ist so unfassbar. Konstruktion bereit. So, ja, das wusste ich, das war klar. Ja, komm dann. Ich brauche unbedingt jetzt einen vernünftigen Geldfluss hier. Konstruktion bereit. Ja. Wird gebaut. 3 Sammler im Einsatz mit 2 Raffinerien, das ist schon nicht schlecht. 3 Flugzeuge, die hier rumfliegen, ja, passt. Ja, also wie ihr seht, ne, in dem Spiel gibt es ein paar andere Mechaniken noch, wie bei Command & Conquer. Zum Beispiel mit den Flugzeugen und alles, das gibt es nur hier. Das gibt es nur bei Dune, sowas. Finde ich aber sehr sympathisch, muss ich sagen. Damit man nicht mehr so lange warten muss auf die Sammler. Allerdings gibt es bei den Flugzeugen eine Sache, die man beachten muss. Die können durch Raketen platt gemacht werden, also Raketenpanzer. Die können auf Flugzeuge schießen, tatsächlich. Und da muss man halt echt drauf achten. Sonst sind die schneller wieder weg, als dass sie gebaut wurden. Alles klar, Freunde. Gut, was habe ich noch nicht? Habe ich... Die aufrüstbare... Oh, ich kann das hier schon mal upgraden. Dann mach das mal bitte. Was schießt hier schon wieder? Ja, dann mach das mal so. So. Alles klar. Dann baue ich jetzt diese Hightech-Fabrik da. Weil ich möchte doch sehr, sehr gerne einen Luftangriff haben, wenn das geht. Wenn es den hier schon gibt. Ich bezweifle das zwar... Da ist er wieder. Ich bezweifle das zwar, dass es in der 5. Mission schon einen Luftangriff gibt, aber ich probiere es einfach. 1150, meine Fresse. Die Sachen hier sind echt teuer. Neue Bauoptionen. So, neue Bauoptionen. Was haben wir da bekommen? Ah, hier, X-Forschungszentrum. Sehr schön. Wir können das Forschungszentrum bauen. Das bringt uns auch ein paar neue Einheiten, Freunde. Werde ich definitiv auch mitnehmen, ja. Die haben nämlich alle diese Form hier. Und ja, genau, Freunde. Werde ich hier noch ein paar Türme gleich hinstellen. Und dann passt das. Dann kann ich schon sparen auf Einheiten. Ach, Mann. Konstruktion bereit. So. Haben wir jetzt... Ah, jetzt haben wir hier ein Flugzeug. Und? Upgrade... Nein, schade. Ich kann noch keinen Luftangriff machen. Wie viel Energie? 108, ey. Ich krieg die Krise. Die Energie hier, die ist so geizig gesetzt. Das ist unfassbar. Seht ihr, normalerweise kostet das Flugzeug 1100. Und wir haben die im Raumhafen für knapp 900 bekommen. Also eine Ersparnis von 200. Ah, und das hier erneuert sich anscheinend. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin gerade wieder ein bisschen im Tunnel. Aber ich finde das geil. Ich finde das positiv auf jeden Fall. Wenn wir immer Sammler hier haben, die Geld abgeben, dann passt das auch. So, dann baue die Werkstatt. Damit ich zur Not einen neuen Bau aufbauen kann. So, ist der Raumhafen. Guck mal, ob da irgendwas im... Oh, Kampfpanzer 500, auf jeden Fall. Belag.